Die drei schlechtesten Burger in Köln haben wir schon mal bestellt und probiert. Das war tatsächlich eher mittelmäßig als schlecht. Das gleiche wollen wir jetzt mal probieren bei den drei schlecht bewertetsten Pizza-Places von allen drei großen Liefer-Apps. Und wir fangen direkt an bei Lieferando. Falls ihr neu dabei seid, aber lasst gerne ein Abo da, weil bei 2 Millionen Abonnenten kriegt den Gaming-Kanal von Julian Bam. Kein Scheiß, kriegt den wirklich. Deswegen scheppert rein. Yeah. Ich habe schon nach Bewertungen sortiert bei italienischer Pizza. Wir sind bei tatsächlichen 2,6 von 5 möglichen Bewertungen bei diesem Place. Bodenloses Essen bestellt dort nicht. Meine Pizza war gefühlt noch roh gewesen. Ein Cheeseburger ohne Cheese, ohne Soße, unverbrannt. Zweitens Pasta Pesto ohne Parmesan, ohne Kirschtomaten und Geschmack von industrielle Pesto. Keine Ahnung. Sie lagen auch falsch mit den Soßen. Lieferung aber 5 von 5. Essen total ungewürzt. Bestellen war in Klammern unter anderem gefüllte Pizzabrötchen. Mit Kräuterbutter geliefert wurden 4 normale Pizza-Pörtchen ohne alles. Was sind das für wilde Bewertungen? Was ist bei den Leuten los? Also wenn die zwischen so einem Erdbeben stehen und dann es gab Pizza-Pörtchen. Das Essen war die reinste Katastrophe. In einem der Burger war Sand drinne. Was? Und die Chicken Wings waren noch roh. Ich bestelle seit Jahren bei Lieferando und das ist das Respektloseste, was man mir je geliefert hat. Das ist ja wirklich crazy. Ich würde einfach mal bei allen eine Margarita bestellen. Das tue ich hier auch. 7 Euro kostet die hier. Champignons, Garnelen, alles mögliche. Ihr seht es gerade, kann man hier noch mit drauf machen, wenn man das möchte. Man kann sogar einen Käserand auswählen. Ich lasse es mal. Wir machen es sehr plain. Und dann würde ich hier mal kurz bestellen und dann jumpen wir direkt in den zweiten Lieferdienst. Restaurant Nummer 2, da picken wir heute Volt aus. 6,6 von 10 möglichen Bewertungen. Das ist schon für Volt-Verhältnisse ultra schlecht. Salate, Pasta, Aufläufe, typisch italienisches Programm, auch Pizza. Hier ist eine Pizza Margherita, kostet 6,50 Euro. Sieht auf dem Bild zumindest jetzt auch sehr normal aus. Ich bin auch mal gespannt, wie man hier jetzt so komplett entgleisen kann. Gucken wir mal kurz. Ach, Pizza-Auswahl gar nicht so groß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück nur. Haben aber so Nummern wie 303 und die davor hat 298. Wie kann das sein? Wo sind denn die restlichen 3, die dann nicht angegeben werden? Wo ist denn die 299, 301, 302? Wo ist das? Und die 300? 4. 4 Stück. Ich kann zählen. Mutter! Endlich! Keine 5 mehr. Mathe-Abi. Hatte ich schriftlich. Aber ich habe trotzdem Abi. Wie geht das? Genau das frage ich mich bis heute. Ich habe aber soweit kein Interesse an noch was Sonstigem. Will ich noch ein Getränk oder so dazu nehmen? Alkoholische Getränke? Nee. Ist es unter der Woche? Dann mache ich das nicht. An den Alkoholgott. Jeder muss an irgendwas glauben. Kann ich so schon bestellen? Das ist so crazy. Hier kann man immer so bestellen. Bei Lieferando musste ich 20 Euro Mindestbestellwert machen. Hier kann man einfach so Sachen für 6,50 Euro bestellen bei Volt. Das geht immer. Wir jumpen jetzt direkt nochmal in den anderen Lieferservice. Sind übrigens 2 verschiedene Läden wieder. Also das muss man sagen. Man hat wirklich immer bei schlecht bewerteten bei allen Lieferservicen eigentlich andere. Sage ich jetzt, aber es fehlt ja noch Uber Eats. Da jumpen wir sofort rein. Oh, Mindestbestellwert von 10 Euro. Uber lässt mich auch nicht hängen. Es ist eine 3,3 von 5 möglichen Bewertungen, die es hier gibt. 13 Bewertungen, aber auch nur insgesamt. Das heißt, hier würde ich sogar nochmal sagen, es könnte vielleicht ganz gut gehen. Ich finde es immer ein bisschen komisch bei Uber, dass auf Grundlage von super wenigen Daten immer extrem viele Vorschläge gemacht werden. Ich habe so 3 oder 4 Mal in den Videos immer bei Uber Eats bestellt und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 ausgehend von meiner Suche bei Pizza-Sachen. Ich habe noch nicht mal so oft Pizza bestellt. Warum sollte ich eine Pizza Vulcano hier mögen oder eine Pizza Hawaii? Habe ich noch nie bestellt. Und da drunter kommt, für dich ausgesucht. Nochmal Empfehlungen, bevor ich überhaupt die Sachen erst sehe. Und da sind es auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Das heißt, ich kriege 10 Vorschläge, bevor ich überhaupt erst in die Karte des Restaurants gucken darf. Übertreib doch nicht, Bro. Geht um die Restaurants, nicht um dich. Read the room. Das ist richtig unangenehm. Wir gehen jetzt aber mal rein. Die haben Pizzen. Ich habe gerade eben schon bei meinen Empfehlungen gesehen, dass auch ein Rahmschnitzel mir empfohlen wird. 24, 26, 32 cm Pizzabrötchen, Calzone, Partypizza, Rollos. Wissen wir jetzt auch, was es ist. Aber auch Baguette, Spaghetti, Macaroni, Tortellini, Tagliatelle, Gnocchi, Nudelauflauf, Kartoffelaufläufe, Bratkartoffeln. Das ist viel zu viel. Salate, Snacks, Steaks, Schnitzel, China-Time. Oh Mann. China-Time Vorspeisen, China-Time Suppen, Rindfleisch mit Reis, Hühnerfleisch mit Reis, Garnelen mit Reis, knusprige Ente mit Reis, China-Spezial mit Reis, gebratene Reisgerichte, gebratene Nudeln, mexikanische Gerichte, indische Gerichte, Ben & Jerry's, Ben & Jerry's 100 ml, Dessert, Getränke, Extraportion. Das wird, glaube ich, schwierig heute. Ich bleib mal bei den Pizzen. 24 cm. Ich muss sagen, die Pizza ist hier am günstigsten, ist aber auch eine kleinere. Ich würde vielleicht mal für die mittlere Pizza gehen. Dann sind wir nämlich auch bei 7 Euro. Das heißt, wir bleiben da ganz gut so im Normal. Man kann Bolognese drauf machen. Ich
beruhigt mich. Ich sehe schon ganz andere Sachen hier. Ei gekocht, eine Sache auf eine Pizza drauf zu machen. Aber ich kann Ei roh auswählen. Warum machen wir eigentlich bei Pizza Roulette unsere Ekelpizzen selber? Und warum bestellen wir nicht einfach eine? Gorgonzola, Hähnchenbrust, Kapern, Sardellen, Scampi, auch alles finde ich jetzt krass. Tzatziki, warum? Pan-Pizza, aber das kann ich mir nicht da drauf. Käse ran gibt es ja auch. Komm, haben wir bei den anderen auch nicht gemacht. Ich bin wieder maßlos irritiert, muss ich sagen. Ich werde mir die jetzt noch bestellen und dann warten wir mal, bis alle drei da sind. Wir sehen uns gleich wieder. In the Pizza Time! Alle Pizzen sind angekommen und deswegen verköstigen wir jetzt direkt. Man muss den Schnelligkeitspreis hier an Volt geben. Dann kam Uber Eats und dann kam Lieferando. Ich glaube, das ist auch die richtige. Ich habe Spicker. Das war Volt. Volt erster, zweiter war Uber, dritter war Lieferando. Bei Lieferando, muss ich leider dazu sagen, wurde ich auch irgendwie angemeckert, weil ich nicht Hallo zurückgesagt habe draußen, aber gar nicht draußen war. Und mir dann gesagt wurde, als ich gesagt habe, ich habe hier in diesem Büro gearbeitet, da hat die Lieferdame nur zu mich böse angeguckt und hat gesagt, okay. Das soll aber natürlich den Geschmack nicht tilgen. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an bei Uber und schauen da rein, weil wir testen von klein nach groß, wie es sich gehört. Einmal the look. Das sieht sehr käsig aus, aber nicht schlecht, würde ich sagen. Wenn man jetzt mal hier ranguckt, das ist ja eine ganz normale Pizza. Könnte aber auch mit so einem fertig ausgerollten sein, weil die so Bobbles sind. Und diese kleinen Blasen haben sich in den Käse sogar übertragen. Sieht ein bisschen aus wie diese Popfolie. Es ist sehr dünn, es riecht ganz normal. Also schlecht könnte ich jetzt zumindest so nicht sagen. Boden ist tatsächlich, nee, der ist durch. Zumindest teilweise. Da drunter ist noch so ein bisschen teigiger Boden unter dem Käse. Man sieht so ein bisschen, aber natürlich bin ich bereit für Bauchweh, so wie immer. Schlecht ist auf jeden Fall was anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat ja auch nur 13 Bewertungen, ist verhältnisweise neu bei Uber, das Ding. Hm. Wenn du auf dem Dorf dir eine Pizza holst, na, schmeckt genauso. Da machen es dann wirklich die Toppings aus. Sehr salzig, brauche ich aber heute irgendwie, weil vielleicht habe ich gestern ein Bier getrunken. Alkoholische Getränke, nee, ist es unter der Woche, dann mache ich das nicht. Ich gebe eine 3 von 5. Es ist jetzt ein bisschen besser als der Durchschnitt sogar, würde ich sagen. Eigentlich ist es genau der Durchschnitt, aber ich möchte gnädig sein, weil das ein ganz neuer Lieferservice ist. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Volt. Das war die, die am schnellsten hier ist, dementsprechend auch schon jetzt kurze Zeit zumindest stehen. Die hatten alle so ein 10 Minuten Zeitfenster, wo die dann hier hinkamen. Schauen wir mal rein. Sieht schon viel, viel besser aus, würde ich sagen. Einfach nur, weil es nicht so viel Käse ist, der da drüber gebacken ist und dieses leicht Rötliche noch durchkommt. Ich finde es vom Look mäßig auf jeden Fall sehr schön. Also ein bisschen schöner als hier. Man sieht es ja nochmal im direkten Vergleich. Das hier wirkt irgendwie wie so nochmal schnell Käse drüber gekloppt, was ja auch geil ist und nicht schlecht so. Aber ich mag das immer so ein bisschen durchsichtig, weil dann wirkt es irgendwie so wie in den Comic- und Anime-Filmen. Das ist mir dann persönlich sehr wichtig. Teig an sich. Unten keine großen Blobs, aber dafür kleine Löchlein wieder. Vielleicht, weil das mit so Maschinen ausgerollt wird. Hier auch wieder Teig, ein bisschen zumindest noch krisselig. Kann aber auch sein, dass der einfach ein bisschen eingeweicht ist vom Käse. Genauso bei dieser hier. Let's try. Das ist die gute Dorfpizza. Wieder außergewöhnlich, sicherlich was anderes, aber eigentlich sogar ganz lecker. Die haben abermals eine sehr gute Tomatensauce. Nicht fruchtig, das mag ich immer sehr gerne bei diesen Tomatensoßen. Wenn die so richtig schön fruity reinpanschen nochmal mit so einem geilen, ich sag mal immer süßlichen Tomatengeschmack nach hinten raus. Das ist super lecker. Hat die gar nicht. Was die aber hat, ist sehr würzig. Also die sind sehr currylastig fast schon. Eine würzige, tomatige Note. Und das finde ich tatsächlich auch ganz geil. Also ich würde hier sogar höher gehen. Wenn ich hier schon sage 3, dann gehe ich hier auf ja, so 3,3 auf jeden Fall. Also es muss definitiv höher sein als die. Finde ich gut. Das macht Spaß. Ganz geile Pizza, so. Definitiv nicht Durchschnitt. Also Volt, selbst bei der schlechtesten Pizza wieder abgeliefert. Ich glaube, wir haben schon ein, zwei Mal schlechteste Pizzen getestet und ich bin auch immer wieder verwundert, wie neue Sachen dazukommen. Also auch in welcher Frequenz. Das ist schon ordentlich. Die Horrorkommentare habt ihr gerade eben gesehen. Es bleibt nur noch Lieferando übrig. Momentan dominiert Volt das Rennen, aber beide auch absolut essbar. Das hier ist jetzt die größte Pizza, hatte auch den krassesten Mindestbestellwert, 20 Euro, kam aber auch von, ich glaube, am weitesten weg. Das kann auch gut daran liegen und nicht am Restaurant selber. Haben selber geliefert. Schauen wir mal rein. Die sieht ein bisschen aus wie die kleine hier, oder? Nur in größer, täusche ich mich gerade. Jetzt haben wir häufig gelesen, dass der Teig gar nicht durch war und sich darüber Leute beschwert haben. Schauen wir doch mal rein. Unten drunter haben wir jetzt wieder ein Raster. Das kommt aber vom Backblech. Ansonsten Teig. Man sieht das hier ganz gut. Ich glaube auch nicht, dass der zu 100% durch ist, bin ich ehrlich. Man sieht es hier vorne ganz gut. Kann aber, wie gesagt, auch eher so ein eingeweichter Boden sein. Ansonsten sehr viel Käse und super, super wenig Soße. Finde ich natürlich schade. Tomatensoße ist für mich das Wichtigste bei der Pizza schon, bin ehrlich. Okay, krass. Das schmeckt wirklich nach gar nichts. Das habe ich
auch selten erlebt. Also es ist so leicht käsig natürlich, aber da passiert relativ wenig. Es ist halt einfach ein ganz, ganz dünner Teig mit Käse drüber. Dementsprechend bin ich gerade ein bisschen überfordert mit der Situation. Der Boden aber ist doch schon durch. Das ist just der Käse, der hier an der Seite so aussieht, als wenn es nicht so wäre. Also Boden ist auf jeden Fall durch. Haben sie sich dann, wenn man das möchte, verbessert. Rand ist halt sehr klein. Ich weiß, dass es auch viele mögen, weil die große Debatte Rand oder nicht Rand, ihr könnt es in den Kommentaren gerne nochmal entscheiden, ist natürlich immer noch ungeklärt. Geschmacklich ist es echt nicht so aussagekräftig. Es ist aber durchgebacken und es ist weit weg. Ich gebe eine 2. Es ist weit weg von ungenießbar, auf jeden Fall. Im Zweifelsfall dippst du dir das noch, dann hast du ein Käsebrot. Da ein bisschen angegeift zu werden, wenn man irgendwie das Ding übergeben kriegt, obwohl man alle Angaben gemacht hat, finde ich natürlich schade. Aber jeder hat auch mal einen beschissenen Tag. Lieferant von Essen zu sein, ist auch ein nicht so geiler Job, ist einfach so. Und da muss man dann den Leuten auch nichts irgendwie zurückschnauzen, sondern vielleicht dann einfach das auch mal aushalten. Deswegen möchte ich da überhaupt sowas gar nicht, wirklich nicht mit hier einfließen lassen. Es schmeckt halt einfach nach super wenig. Naja, nichtsdestotrotz bleiben wir dabei. Wir können alle schön verspeisen, also daran liegt es nicht. Das heißt, selbst die schlechtesten Sachen sind immer noch genießbar. Ich werde das jetzt unter den Jungs und unter mir aufteilen. Wir haben noch einiges an Dips, nehme ich auch hier. Aber bevor das Video vorbei ist, für die Leute, die lange zugeguckt haben, habe ich natürlich noch einen kleinen Bonus für euch. Denn ich habe Folgendes gemacht. Erstmal kurz Ranking. Platz Nummer 3, Lieferando. Platz Nummer 2, Uber, und gewonnen hat abermals Volt, die einfach auch eine sehr gute Vorauswahl treffen. Es sind alles drei unterschiedliche Läden gewesen, die als schlechteste momentan zumindest eingerankt waren. Uber musste auch einen Mindestbestellwert erreichen, und zwar von 10 Euro. Und deswegen habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen. Und ich blende es jetzt hier euch nochmal ein. Ich habe mir bestellt noch Pizzabrötchen mit der Sonderoption rohem Ei. Und das Ganze sieht dann jetzt so aus. Guckt euch das an. Oh, genau in meine Richtung geöffnet. So sieht das dann aus, wenn man sich gefüllte Pizzabrötchen bestellt und einfach mal auf die Option rohes Ei klickt. Erstmal habe ich kein rohes Ei erhalten, sondern er hat wohl gekochtes da reingemacht. Außer er hat noch Ei da so reingeschüttet. Ich weiß es nicht. Eieieiei. Wer macht sowas? Also warum ist es eine Option? Aber natürlich muss der Taste-Test noch sein mit schön rohem Ei. Also, falls wir uns nicht mehr sehen sollten, wisst ihr, woher die Lebensmittelvergiftung kam. Aber sind ja gekocht. Der Eier zumindest jetzt hier. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ciao. Ist nicht schlecht. Gibt doch auch Eierbrötchen, was Leute morgens frühstücken. Das gibt mir 2,5. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.